Die Bundesregierung hat in dem Zusammenhang auch die Bildungsmöglichkeiten dadurch verbessert, dass sie oder die ganz neue Bundesregierung, das Parlament, dem zugestimmt haben, dass wir die BAföG-Zahlungen voll übernehmen. Wir haben die Finanzierungserhöhungen, der. Ach so. Ja, die Dinge passt. Herr Heil, wir haben. Ich achte ja, Herr Heil, sehr wohl Ihre Zahl der Abgeordneten, aber gegen meinen Willen und den Willen der Unionsfraktion konnten Sie in diesem Parlament echt nichts durchsetzen. Das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren. Vielleicht, Herr Heil, waren Ihre Argumente so gut, dass Sie mich überzeugt haben, besser gesagt die Argumente des Bürgermeisters Scholz, dass Sie mich schlussendlich überzeugt haben. Daran sehen Sie, wie gut ich zuhören kann, auf gute Argumente eingehen kann. Und deshalb ist es ein guter gemeinsamer Erfolg von uns allen. Und wir haben dann noch viel Wert darauf gelegt, dass möglichst alle Länder die frei werdenden Mittel auch anschließend wieder für Bildung eingesetzt haben in den Hochschulen. Da waren wir nicht voll erfolgreich, aber für die unionsregierten Länder kann ich sagen, da hat es so stattgefunden und da sind wir stolz drauf, meine Damen und Herren.